Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ulrich. So, guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich begrüße alle zum zweiten Abend in dieser Ausstellung. Texte und Musik von und zu Ulrich Zieger in Anwesenheit einer Figur. Ein Abend, der von wirklich engen Freundinnen und Freunden Ulrich Ziegers gestaltet wird. Ich möchte Ihnen kurz die aktiven Künstler des heutigen Abends in der Reihe ihres Auftretens vorstellen. Als erstes hören wir Gail Renaud, Sängerin aus Montpellier, die Ulrich Zieger in seinem letzten Jahr begegnete. Sie hat eine Reihe von Gedichten vertont und tritt heute Abend zusammen mit ihrer Begleitung, dem Musiker Marc Bissini, auf. Anschließend liest Christine Schulz, Autorin, Herausgeberin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität, Texte von Zieger. Sie arbeitete als Studentin erst theoretisch über Ulrich Ziegers Theaterarbeiten und lernte ihn dadurch auch persönlich kennen. Danach machen wir eine kurze Pause von 15 Minuten, bauen ein bisschen um. Dann nach der Pause lesen Gabriele Hähnel und als eine männliche Stimme Knut Hirsche, ich kriege immer das Hirsche, bei Albrecht Hirsche habe ich schon das Problem, dass ich immer auf Kirsche komme und Hirsche. Jetzt kriegst du, ja, hier bei Knut Hirsche. Hirsche, Hirsche. Als, aber in diesem Fall als männliche Stimme Knut Hirsche, als Sprecher der Gedichte. Die beiden Künstler stellen Texte aus dem ersten veröffentlichten Gedichtband Ulrich Ziegers 1965 in den Mittelpunkt ihres Beitrags. Gabriele Hähnel, Gründungsmitglied der freien Theatergruppe Zinnober in Ost-Berlin, arbeitet als freischaffende Regisseurin und Autorin. Sie begegnete Ulrich Zieger in den frühen 80er Jahren, daraus entwickelte sich Freundschaft und gemeinsame Arbeit. Den Abschluss des Abends bildet die Zusammenarbeit von Werner Henrich und Andreas Pichler. Werner Henrich, früher Freund und Vertrauter von Ulrich Zieger, ist Schauspieler unter anderem bei der freien Theatergruppe Zinnober und in dessen Folgeprojekt Theater UN. Andreas Pichler, Musiker, Schlagzeuger, begleitet den heutigen Auftritt von Werner Henrich. Nicht zuletzt möchte ich Schnock vorstellen. Schnock, von Beruf Schreiner, kam in Zusammenhang mit der geplanten Aufführung des Theaters Zinnober vom Sommernachtstraum in die Welt. Ulrich Zieger schnitzte und baute die Figur 1988. In dem Gedicht von Pinocchio lässt Zieger Pinocchio sagen: Warum, mein Vater, hast du mich geschnitzt aus einem Scheit, nur dass mich ihre Opferpriester auf ein Fleischkreuz nageln? Du hättest ein Freudenfeuer entfachen und einen behaglichen Tag in der Welt haben sollen. In Liebe, dein Sohn. Das war ein erster Ausschnitt eines Textes von Ulrich Zieger. Weitere Texte werden jetzt folgen. In Anwesenheit einer Figur. Null. Es regnet Bindfäden. Unten auf der Straße tanzt Holzer barfuß in kurzen weißen Unterhosen, die ihm so eng auf der Haut kleben, dass man seine Hinterbacken sieht. Er ist ein Arsch mit Ohren. Er hat eine Hasenscharte, seine Eltern sind stadtbekannte Trinker. Es riecht bei ihnen wie bei alten Leuten. Holzers fünf oder sechs oder sieben Geschwister, man sieht sie nie zusammen, sodass man sie wenigstens einmal zählen könnte, sind allesamt degeneriert. Es ist eine Schande. Jeder Trinker und jede Trinkerin sollte lebenslang ein gültiges Alkoholdeputat zugesprochen bekommen, unter der Bedingung, sich nicht fortzupflanzen. Der Trunksüchtige ist nicht zu retten. Wir aber wollen alle retten. Wir haben einen Vogel. Und Holzer tanzt da unten durch die Pfützen, dass es spritzt. Trotz allem tanzt er wie ein Faun.
Er tanzt im Regen, mit dem Regen. Er ist in Ekstase, er muss glücklich sein. Da ist kein Himmel mehr über ihm. Die ganze Erde ist ein Spiegel für einen einzigen Menschen. Da ist ein Spiel, das kannst du nicht gewinnen. Da ist ein Grau, dem kannst du nicht entrinnen. Da ist ein Blau, das kannst du nicht versinnen. Da ist ein Ende, da kannst du beginnen. Put your hand on my shoulder. Der Vorsprung der größeren Städte wird für immer uneinholbar bleiben. Unterstützt von meinen Retterinnen, erhebe ich mich vom Spannteppich und entschuldige mich für mein unangemeldetes Eindringen. Wieder amüsiert sie mein korrektes Betragen. Sie laden mich in ihren Aufenthaltsraum ein, wo tatsächlich kalte Platten und trockener Riesling bereitstehen. Sie bewundern ausnahmslos mein Ensemble, das seit der Befreiung der Schlaghosen aus ihrer Gummihalterung wieder an Volumen gewonnen hat. Neugierig wollen sie wissen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich schweige darüber. Lasse mich jedoch zu einem Glas Sekt überreden und erkundige mich nach den anderen Einrichtungen, die mir die Wegführung am Fahrstuhl zur Auswahl gestellt hatte, sodass ich ohne weiteres auch hätte in die Oper oder auf den Sportplatz gehen können. Nachdem sie mir geschildert haben, was mich dort erwartet hätte, eine Generalprobe der Meistersinger, ein gymnastischer Leistungsvergleich zwischen kasachischen Schülern und mongolischen Studenten, die Abschlussveranstaltung eines internationalen Esperanto-Kongresses sowie das ganz alltägliche Geschehen auf einem Bahnhof, bekräftige ich meine Entscheidung für die vorgezogene Frauentagsfeier als die einzig richtige. Was mir sofort einen Schwall von Sympathie einträgt. Eine gärtenschlanke Rothaarige stößt mit mir an. Sie sagt, dass ich sie in meinem Kostüm an Paul Anka erinnere. Ja, Paul Anka zum Beispiel. Thank you.
gespült, dann hat sie abgetrocknet, alles wieder zu Buffet geräumt. Sie hat die Küche wortlos verlassen und ist in die Etage hinaufgestiegen, um die Betten der Nichten aufzuschütteln und Staub zu wischen. Es ist die ermüdende Macht der Gewohnheit, die ihr diesen Tagesablauf diktiert. Dennoch bemerke ich ihre Abwesenheit erst, als jemand heftig an der Haustür pocht, bei dem es sich um diese Stunde noch nicht um den Briefträger handeln kann. Die Alten hören nur noch, was sie wollen und bewegen sich ohnehin viel zu langsam. Deshalb springe ich auf und schaue nach, mit welcher Neuigkeit wir es zu tun bekommen. Sie ist an und für sich haarsträubend. Ein sonst unauffälliger, alleinstehender Nachbar, Herr Waller, der in den Klappstuhlwerken als Hausmeister beschäftigt ist, kommt direkt vom letzten Grundstück vor der Brücke zu uns herüber, wo Fräulein Strauk wohnt, jene schon erwähnte schwerhörige Frau, die zur Feierabendzeit steht, aus ihrem Parterrefenster herauslappt. Der Mann ist außer sich. Das Hemd hängt ihm aus der Hose, der Knoten seiner Krawatte baumelt in Brusthöhe, er trägt kein Jackett. Ein Unglück ist geschehen. Die kleine Fußbank, auf die Fräulein Strauk sich einer Angewohnheit folgend in ihrer Küche stellt, um etwas weiter über das Sims hinaus zu ragen, muss unvermittelt weggerutscht sein, so dass sie ohne Halt kopfüber aus dem Fenster gerauscht ist, unter dem sich eine Kellerluke befindet. In diese leichtsinnigerweise oft nicht abgedeckte Luke muss sie, wie ich verstehe, direkt hineingefahren sein, hat dabei das Kellerfenster zerbrochen und ist so in unaufhaltsamen Rausch im tiefen Kohlenbunker verschwunden, aus dem seither kein Lebenszeichen mehr dringt. Ich bitte Herrn Waller herein und weise ihm den Korbsessel am Telefon in der Diele an. Von dort aus umgehend Feuerwehr und Polizei, auf jeden Fall aber die Klappstuhlwerke anzurufen, wo man sich seines unentschuldigten Fehlens wegen sicher schon Gedanken macht. Doch fleht er mich regelrecht an, ihm zuvor mit einer Stablampe zu folgen. Er will den Ort zuerst noch einmal gründlich in Augenschein nehmen, da alles so schnell gegangen sei, dass er es noch immer nicht fassen könne. Die Ordnungskräfte könnten auch später noch benachrichtigt werden, denn vielleicht sei ja gar nichts so Schlimmes passiert. Eigentlich überzeugt mich seine Strategie nicht, doch willige ich mürrisch über das geplatzte Frühstück ein. Da sich eine solche Stablampe im Haus stets griffbereit in einem Schilfkorb auf dem Schuhschrank befindet, bin ich sofort absprungbereit und nehme mein Schiffchen vom Haken. Unverabredet schlagen wir die Abkürzung durch die Gärten ein, klettern und springen über Zäune, verfangen uns im nackten, jetzt auch im Winter dornigen Gesträuch, fallen hin, helfen einander wieder auf, wir keuchen, bleiben kurz stehen, japsen nach Luft, laufen dann doch schnell weiter, erreichen endlich das Grundstück der Gestürzten. Das offene Küchenfenster gähnt schwarz, aus dem Keller weht uns Totenstille entgegen. Herr Waller vollzieht das Unglück in seiner Erinnerung noch einmal nach. Er streckt die Arme weit nach vorn, so als ob er die Fallende aufhalten wolle, die ihm doch zwischen den zittrigen Händen hindurchgleitet, unrettbar angesaugt von der Schwerkraft der kalten, aus den Flözen des Erdmagnetismus gebrochenen Füllung des Kellers. Beruhigt lege ich meine Hand auf den Hemdsärmel, mit der anderen knüpft sich vorsichtshalber schon einmal die Stablampe ein. Der Mann schrickt aus seiner Erinnerung aus, so tief hat er sich in die Rekonstruktion des Geschehens eingesponnen. Dann lehnt er seinen Kopf gegen meine Schulter und schluchzt. Die Häuser ringsumher sind alle leer. Um diese Zeit, ihre Bewohner sind in den Fabriken, Werkstätten, Büros und Läden, der Nachwuchs in den Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen. Allein die Veteranen sitzen mit Watte in den Ohren vor den Fernsehapparaten und sehen Medizin nach Noten. Eine Sendung, die zu häuslicher Körperertüchtigung anhält, die Kranken welken hinter zugezogenen Vorhängen in ihren Betten dahin und die arbeitsscheuen Trinker schlafen ihren Rausch bis in die Puppen aus. Das ist der Vormittag unter dem Joch der Woche. Die ersten Kreissägen schrillen in der stillstehenden Luft. In der Baumzeile, die uns vom nahen Waldrand trennt, meckern die Krähen. Sie können die Menschen nicht leiden. Sie sind froh über jede Stunde, in der sie keinen von ihnen zum Gesicht bekommen. Waller und ich stören ihren morgendlichen Frieden. Sie müssen uns schelten, so will es der Instinkt.
Ich frage den aufgelöst zuckenden Kühl, was er zu so früher Stunde bei der Nachbarin zu suchen hatte. Er erklärt mir umständlich, dass er der Straupen im gestrigen Gespräch nach Feierabend leichtfertig sein altes Fernglas zur Benutzung angeboten hatte. Immerhin bewohne sie in der Straße das letzte Haus vor der Brücke und sei ohne jeglichen Anhang Doppelpunkt. Sie wissen doch, der entsprungene Verrückte, stammelt er atemlos. Es wird gesagt, dass er in Schuppen und Verschläge einbricht, um sich Proviant für sein Überleben in den Wäldern zu sichern. Aber ich kann den Feldstecher nicht mehr finden. Ich habe alle Schubladen durchsucht, den Dachboden das Leben gelassen. Schlagartig sehe ich die Szene vor mir. Herr Waller war auf dem Weg zur Arbeit, als er den kleinen Umweg eingeschlagen hatte, und zwar um der Frau Bescheid zu geben und sie dahingehend zu beruhigen, dass sich das Fernglas schließlich nicht in Luft aufgelöst haben könne. So sind sie, die Heiden, in ihrem Verhängnis stets voreilig, in ihrer Hilfsbereitschaft edel und heldenhaft, freilich ohne zuvor ihre Kapazitäten zu prüfen. Sie sprechen einen das Blaue, versprechen einen das Blaue vom Himmel, der hier doch für mindestens 10 Monate im Jahr stark bewölkt, wenn nicht völlig von Wolken verdeckt bleibt. Ich habe es mir bei Zeiten abgewöhnt, auch nur einen Pfifferling auf ihr Geschwätz zu geben. Außerdem vergessen sie alles gleich wieder, spricht man sie später schon ohne jede Erwartung noch einmal auf ihr gegebenes Versprechen an. So wissen sie entweder nicht mehr, wovon man redet, oder sie erklären einem lang und breit, dass die ganze Sache anders gemeint sei, dass man das meiste höchstwahrscheinlich sogar völlig falsch verstanden hat und seinen Humor trotz allem den nicht verlieren dürfe. Denn darin besteht ihre einzige Reserve, in ihrem unergründlichen Humor, der sie noch am Umfallen hindert, wenn alle Stränge reißen. Sie sind in Wahrheit nichts weiter als Kasper. Ihre Köpfe wurden von rachsüchtigen Schnitzern hinter blauen Schürzen grob aus Holz gehauen, mit ungelenker Hand von Schneegebirgern primitiv und grell bemalt, mit einer Zipfelmütze obendrauf, das kann auch eine Bommelmütze sein oder ein Skiband, so wie im Falle der einen oder anderen kinderreichen Familie vor Ort. Sie kennen keine Eleganz. Wenn sie sich einmal im Jahr um den Tanzboden versammeln, in dessen Mitte der Maibaum prangt, dann wähnt man sich in der Kulisse eines Heimatfilms aus Südtirol. Derart verkappt und verkleidet kommen sie einem vor, derart künstlich herausgeputzt und in ihre Trachten gezwungen, derart verloren in allem. Und wenn die Frauen erst ihre ausgetretenen Hausschuhe aus Kamelhaar für ein paar kurze Stunden gegen Pumps mit Pfennigabsatz, die Männer ihren braunen und grau karierten Hemden gegen einen hellgrünen oder sandfarbenen Popelinanzug mit Schlips eintauschen müssen, dann sind sie angreifbar wie Höhlenbewohner, die versehentlich rückwärts aus ihrem schützenden Dunkel ins Licht taumeln. Goethe hat sie mit Absicht überschätzt. Sein Osterspaziergang ist eine willentliche Übertreibung, denn so schmerzlich wird auch er unter den Sitten dieser Lemuren gelitten haben. Niemand kann ihre Art korrigieren, sie von ihren Vorurteilen, ihren Vergeblichkeiten abbringen und zu der Anmut beflügeln, die anderen Menschen ein Wohlgefallen sein muss. Denn diese Menschen jagen ihnen entsetzliche Angst ein, und ihre Angst wissen sie nicht anders auszudrücken als durch blödes Lallen, das grobschlächtige Lachen aus der Verachtung. Selbst wenn sie angesichts des frischen Birkengrüns bei einer Bratwurst mit Semmel, Senf und einem Glas Hellbier auf Zaungäste wie eine heitere Gemeinschaft wirken mögen, so werden sie doch einmal in die Häuser zurückgekehrt nicht lange an sich halten können. Sie werden alles, was sie gesehen haben, noch einmal durchhecheln und verständnislos den Kopf schütteln, einen letzten Bitterkippen, ehe sie ins kalte Schlafzimmer hinaufsteigen. Das ist ihr Wesen, zu dem sie verurteilt sind und das sie dazu zwingt, in den unermesslichen Abgründen der Häuser eine Philosophie der Niedertracht und der Missgunst zu pflegen, einen opaken Kult der Ausgeschlossenheit von allem Schönen und Leichten. An diesem Starrsinn ist die Schwester zugrunde gegangen, die Tanzbodenkönigin, der unter den Menschen kein Hofstaat ward, die einen selbstsüchtigen Rohling heiraten musste, um am Ende nicht noch ausgeschämt zu werden wie bei Goethe. Wer unter diesen Leuten Anmut zeigt, der ist auch ohne es selbst zu ahnen längst ein Toter auf Urlaub. Es kann dann nur noch Glück ihn retten, wenn nicht gar Abwanderung aus beruflichen Gründen, Einheirat in eine weit von hier entfernt siedelnde Sippe oder die Scheinehe mit einer schweigsamen Vertrauten, die sie über Jahre
wie sie über Jahre dem Rhön-Rad-Virtuosen Kirsch gelang, der an den Wochenenden in der Kreisstadt eine Nachtbar frequentierte, wo er angeblich in Frauenkleidern auftrat. Herr Waller ist dank meines kurzen Abschweifens halb in der Kellerluke unter dem Küchenfenster verschwunden, die er mit seinem Hüftumfang quasi ausfüllt. Er muss mir während meines Sinnens in den letzten Minuten die Stabnadel entwunden haben, ohne dass ich es bemerkt hätte. Ich beuge mich über ihn und umfange seine Oberschenkel mit beiden Armen. Es wäre fatal, wenn auch er noch den Halt verlöre. Er ist so also 1965 zum Beispiel. In deiner Gestalt aber hatte das Weiß besiegt und das Weiß in der Spur deiner Augen. Ich kenne jetzt deine Enttäuschung. Du bist auf dem Heimflug. Es gibt keinen Brief über das. Ich erfahre die Menschen nicht mehr, die die Menschen verkörpern. Und ein Jahr in seiner erstaunlichen Dauer muss aus der Geschichte genommen sein, dass die Jahrhunderte Antwort erhalten. Andreas Griffius Gedicht Epitaph Wüste aus dem Gedicht So bin ich jung verschwunden, sehr alt, wenn ihr schätzt, was ich für Angst empfunden. Nun da erkannt und gelebt werden soll, bei den Menschen zu landen, zu lagern und wieder zu sein, hat kein Ende gefunden. Es ist eine Schande. Und da das Ende heranrückt, die Schande von Brot, die Schande von Ziegelbrennereien, von ungelöschtem Kalk, von erbarmen Akkordeonspielern, Schande der Flugplätze, nun da die Trauer enträtselt wird, endlich Komposition und Verrichtung unsterblicher Lieben. Hier sind die Landstriche blass, grün, verwässert, gehetzt durch die Hunde der Bluter, galt bei der wenigen Wärme ein Wodka willkommener Nektar der Kindheiten. Was indes habe ich gerechnet um dieses Stück Feuchtraum, die Beiläufigkeit einer Dämmerung, da meine Kühlkost, da das Gebiet meiner Hinfälligkeit. Und wie habe ich mich fürchten gelernt? Nun sind die Wandelgänge erbrochen zu den Zisternen oder Tim Buckley. I did talk.
beiden Beamten zucken lapidar mit den Schultern. Man kann auch nicht überall gleichzeitig suchen. Außerdem steht noch in keiner Weise fest, ob zwischen dem spurlosen Verschwinden der Verunfallten, dem entsprungenen Patienten der psychiatrischen Einrichtung und dem Raub des Kleinkinds Zusammenhänge bestehen. Ich erkundige mich danach, was mit den Dingen geschieht, die sich in Haus- und Kellergängen von Herrn Strauchs über so viele Jahre angesammelt haben. Sie werden in den nächsten Tagen abtransportiert und von einem Kollektiv aus Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen an einem forensischen Forschungsinstitut auf Spuren hin untersucht. Der Einstieg zum Geheimgang wird mit einer Stahlbetonplatte verschlossen. Die Unterhaltung verebbt an dieser Stelle. Ich genieße auch als Zeuge keinerlei Sonderrechte. Die provisorisch vereinbarte Schweigepflicht wird aber nicht verlängert. Herr Esser bittet mich trotzdem darum, keine Reklame mit dem zu machen, was ich unbefugt im Haus gesehen hatte. Man will jedes Gerede am Ort vermeiden. Ansonsten bestehe kein Grund zur Geheimhaltung mehr, seit die hiesigen Vorfälle aus letzter Zeit in der Hauptstadt bekannt seien. Dafür ginge es dem Bürger Waller seit unserem leichtfertigen Einsatz in aller Tagesfrühe gesundheitlich gar nicht sehr gut. Schwere Kreislaufstörungen und Angstanfälle quälten ihn, sodass er kurzfristig zur Beobachtung in eine Spezialklinik hatte eingeliefert werden müssen. Darüber zeige ich mich natürlich beunruhigt, was hingegen die aufgehobene Schweigepflicht angeht. Ganz wunderbar, ich bin für ein Leben unter derartigen Auflagen nicht geeignet. Wir vereinbaren einen Termin für die Gegenzeichnung einer schriftlich abgefassten Aussage, dann verlassen wir gemeinsam das Grundstück. Esser verriegelt das Gartentor und überklebt das Schloss mit der Warnung vor unbefugtem Zutritt. Eine der schrecklichsten Warnungen, die ich kenne, findet sich etwas kleiner darunter. Sie lautet: Eltern haften für ihre Kinder. Ich weiß aus Unterhaltung mit Hanno, dass ihn bei seinen Streichen in der Kindheit oft das klamme Gefühl beschlich, unsere ahnungslosen Eltern ins Gefängnis zu bringen. Befinde ich mich selbst in Zeiten des Ärgers, kommt meine Mutter Mary zu mir, sag mir, dass der Moment des Erwachens sich mit einem Ausdruck des Sterbens beschreibt, das Hirn zu erwachen, wirklich schwierig wird, auf der Schleimspur von der Erde.